Hallo meine lieben Zwillinge und herzlich willkommen zu eurem Special über diese besondere Verbindung. Also ich betrachte jetzt eine Liebesverbindung. Es geht um eine Person, mit der du gerade entweder was anfängst oder schon was hast und es aber nicht so richtig verstehen kannst. Vielleicht ist man so ein bisschen in Stocken geraten innerhalb der Beziehung. Man versteht vielleicht den Gegenpart nicht so richtig, was meint er oder sie denn eigentlich, und dafür ist es diese Legung. Wir werden in eure Beziehung reinschauen, wir werden in seine Aufgabe innerhalb dieser Beziehung reinschauen, wir werden in reinschauen, was gibt dir diese Beziehung, ne? Dass man dann sich nicht so mit leeren Händen dastehen fühlt, weil es gibt immer einen Austausch, auch wenn das heißt, eine Erfahrung von etwas so gemacht zu haben, was man zum Beispiel nie wieder erfahren möchte, ist auch eine wichtige Erfahrung. Und wir werden erstmal reinschauen, wie es dann zwischen euch weitergeht. So, vorneweg möchte ich mich sehr dafür bedanken, dass du dieses Video schaust und mich dabei unterstützt, dieses Video auch zu verbreiten. Gerne like, kommentiere das Video, aktiviere gerne die Glocke von meinem Channel. Natürlich folge auch dem Kanal, das ist ja selbstverständlich. Ja, lass mich wissen, ob die Arbeit, ob die Botschaften mit dir resonieren. Es muss nicht alles eins zu eins mit dir gehen. So wie ich das in Kommentaren lese, passiert das oft, freue ich mich sehr. Wie gesagt, das ist eine Kollektivlegung, es muss nicht alles auf dich zutreffen. Deswegen schau da ein bisschen selektiert auf das Ganze hinein. Wenn du dir eine persönliche Legung wünschst, dann schreib mich gerne über post@funkyrussiangirl.love oder über Instagram. Dort heiße ich genauso wie hier Funky Russian Girl. Ich lese da alle meine E-Mails und DMs und antworte da eben ziemlich schnell. Gerne kannst du mich auch übrigens mit deiner Spende unterstützen. Ich freue mich sehr über deinen Support. Meine PayPal-E-Mail-Adresse ist unten eingeblendet. Somit zum ganzen Orga-Zeug sozusagen. Dann wollen wir reinschauen. Ich verbinde mich, bevor es losgeht, mit deiner Energie. Du wundervolle Zwilling, du wundervolle Zwillingfrau oder Zwillingsmann. Ich liebe euch alle da draußen, ich liebe mich, ich liebe das, was ich tue, ich liebe dich, meine wundervolle Quelle. Dann helfen wir in die Verbindung zwischen dem Zwilling und dieser Person hineinschauen. Was ist das für eine Verbindung? Was gibt die andere Person dem Zwilling? Wie geht es weiter? Was ist vielleicht ein Verborgenes? Und wie kann das Zwilling für sich das deuten? So, dann legen wir los. Ich kann es kaum abwarten. Attacke. Okay. Wenn du neu auf dem Channel bist, jeden Tag poste ich täglich, also die Überschrift von den Videos heißt tägliche Botschaften für ein glückliches Leben. Das heißt, es gibt eine tägliche Botschaft für ein gewisses Thema, was ich da wahrnehme, und ich blicke da in das Thema hinein. Wie kommt man aus diesem Teufelskreislauf in diesem, in diese bestimmten Situation? Ich zeige Blockaden auf, ich zeige, wie man die auflöst und wie Leben aussieht, wenn man das aufgelöst hat. Wenn du Interesse daran findest, du findest auch immer in der Überschrift, worum es da genau geht in dem Video. Also schau da hinein. Nur so für dich zur Info. So, was ist das denn für eine Verbindung zwischen dir, Zwilling, und der anderen Person? Okay. Eine, die aus, die von einer, also eine quasi, eine Verbindung, die von dir, wollte ich schon sagen. Also auf jeden Fall, es wird von einer Hand geschützt. Das heißt, es kann, das Erste, was ich wahrgenommen habe, das kann Kontrolle sein. Das heißt, eine narzisstische Verbindung zwischen dir und der anderen Person, sodass quasi eine Hand, also eine Person regiert diese Beziehung. Es kann aber auch Hand Gottes sein sozusagen. Das ist auch eine göttliche Verbindung zwischen dir und der anderen Person. Und diese Hand kann auch Schutz bedeuten. Auf jeden Fall, ja, vielleicht geht es sogar eher so in die Richtung. Das heißt, ich schaue dir mal, ich zeige dir mal, wie die Karte aussieht. Zwei der Stäbe ist auf den Kopf gefallen, aber diese neue Aufstellung macht irgendwie, so sieht es normalerweise aus. Und so sieht es aus, wenn es umgekehrt ist. Und so sehe ich quasi hier diese, ich hoffe, du kannst das sehen, es blendet vielleicht zu sehr, diese Hand, die quasi über diese zwei Stäbe quasi drüber ist. Dann lass uns mal reinschauen, was das denn hier genau. Mhm.
Okay. Womöglich ist es eine Verbindung, die. Es kann vielleicht sein, du hast dich auf jemanden eingelassen und du hast es aber jemandem zuliebe gemacht. Zum Beispiel diese Hand könnte Mutters Hand sein. Ne? Man möchte endlich Enkelkinder gebären sozusagen und man möchte endlich. Also ich sehe hier so eine dritte Partei quasi in diese Beziehung, sag mal so. Und auf jeden Fall ist es eine Beziehung, in der du auch ein bisschen in der Vergangenheit schwebst. Obwohl es jemand eigentlich kommt, der ganz neu ist, ganz frisch, mit einer neuen Idee von der Welt, von der Beziehung und so weiter. Und du bist aber so ein bisschen in den alten Mustern gefangen. Und diese Gefangenheit in alten Mustern bereitet dir so ein bisschen Trouble vor. Nicht zu sehr, aber ein bisschen. Also es ist kein mega Stress, das ist keine anstrengende Beziehung. Aber es ist so, wo es immer mal was zu tun ist. Das kann sogar sein. Das okay, das kann sogar sein, dass man, dass dieser Stress auch von außen kommt. Das heißt, man hat nicht rechtzeitig die Grenzen gesetzt für die Familienangehörigen und das kann dann sein, dass andere sich in deine Beziehung einmischen. Und das ist das, was so ein bisschen diese Vergangenheitstouch so ein bisschen mit sich bringt. Und man fühlt so eine leichte Aussichtslosigkeit, aber es ist etwas, woran du auf jeden Fall arbeitest, weil du auf jeden Fall da raus möchtest. Okay. Was ist das hier für eine Hand? Jetzt will ich mal das ein bisschen verstehen. Zwilling, du machst es hier spannend. Du machst es hier spannend. Okay, das ist eine Hand, die schützt, die Erfolg bietet. Okay. Okay. Du bist auf jeden Fall geschützt, auch wenn es sich anfühlt, dass man verloren ist. Diese Erfahrung muss gemacht werden. Diese Erfahrung muss gemacht werden, damit quasi aus, vielleicht aus der ersten, oh, man fühlt sich geblendet, man hat es erstmal sich so gewünscht und dann kommt es anders, dass das Ego zum Boden gedrückt wird sozusagen, eine gewisse Leere entsteht und aus dieser Leere das Blühen hervorkommt. Das heißt, mit oder ohne den Partner wächst du auf jeden Fall sehr, sehr stark in diese Situation. Was sehen wir hier nicht? Was ist hier im Verborgenen? Das wiederholt sich, das Spiel wiederholt sich. Man fühlt sich wieder gefangen in dieser Situation und es spiegelt so ein bisschen deine Kindheit, in dem dir verboten wurde zu träumen, in dem dir gesagt wurde, naja, jetzt, wenn du dich einmal entschieden hast, dann zum Beispiel, na, wenn man sich einmal für einen Freund entschieden hat oder vielleicht für die Ehe entschieden hat, dann ist es so, so nach dem Motto. Ne? Und das heißt, deine Vorstellung, wie schnell und ob überhaupt du dich quasi im Leben fortbewegst und in welche Richtung es geht, wurde dir komplett abgenommen. Das heißt, deine Vorstellung auch davon, deine Verträumtheit als Kind wurde dir auch so ein bisschen genommen. Und das, was sich hier wiederholt, und man fühlt so eine leichte Aussichtslosigkeit und eigentlich wünscht man sich eine ganz, ganz andere Welt, eine ganz, ganz andere Beziehung. Man wünscht sich einfach einmal abgeholt werden und dass es irgendwo hingebracht werden, wo es gut ist. Genau. Und durch die Einmischung von den anderen Angehörigen in das Ganze kannst du dich auch gar nicht richtig hingeben. Das heißt, man kommt da nicht so richtig an, weil man ja immer noch die fremden Menschen quasi in seinem Bett hat, in seinem Zuhause, weil jeder sich gefühlt in das Thema einmischt. Und das ist aber etwas, was du hier auf jeden Fall auch lernst. Das heißt, diese Beziehung lernt dich zum Beispiel erstens, deine eigene Geschwindigkeit nachzugehen, nicht mehr auf die anderen zu hören, gesunde Grenzen zu setzen. Und was noch? Du kommst da nicht raus sozusagen, du wünschst dir das, du kommst da nicht raus.
und du kannst dich da auch nicht so richtig reinigen. Das heißt, der Sage Salbei ist auf den Kopf gefallen. Die Reinigung. Ja, also irgendwie fühlt sich das dreckig an, dort wo du gerade bist. Es fühlt sich dreckig an und du kannst dich da nicht so richtig reinigen. Man will sich irgendwie von dem Ganzen bereinigen. Ja. Okay. Was ist das für eine Person? Was ist das für eine Person, mit der du da zusammen bist? Was ist das für eine Person? Okay, ja, es ist jemand, der nicht besonders helle ist, wie soll ich sagen? Also, nee, also ich will jetzt nicht zu nahe treten, ich will nicht verletzend sein. Also der Meister ist auf den Kopf gefallen, bedeutet, es ist jemand, der sich nicht wie ein Meister fühlt. Und es muss nicht heißen, dass es ein dummer Mensch ist zum Beispiel, ne? So ein Ausdruck, der ist doch dumm oder so. Ich bin eher kein Freund davon, von solchen Ausdrücken, weil niemand ist dumm. Das ist nur, geht nur eigentlich in die Richtung, ob man daran glaubt, dass man gewisses Wissen nicht beherrscht oder nicht, weil das ganze Wissen ist ja in uns. Ne? Das gilt es nur, das zu entfachen. Also es ist jemand, der sich nicht wie ein Meister fühlt, sondern eine Opferrolle. Also eine Opfermentalität in diese Person. Und das spiegelt dich auch ganz stark, weil als Kind hast du auch diese Opferhaltung auch erfahren, weil als du dich den Vorstellungen über dein Sein an die Vorstellung der Eltern anpassen musstest. So. Ja, jemand, der sehr, sehr kindlich aufspielt, aufweist, vorzeigt, oh Gott, jemand, der sich spiegelt, jemand, der sich kindlich verhält, wenn es zum Beispiel um die zwischenmenschlichen Gespräche zwischen euch geht. Du willst zum Beispiel mit dieser Person über etwas sprechen, dann mache ich halt nicht, dann schnappt es ein und so, ein sehr kindliches Verhalten. So, und deswegen ist auch der Meister auf dem Kopf. Jemand, der auch ziemlich still ist. Jemand, der mit dir zusammen die Zweisamkeit genießt. Jemand, der jetzt nicht unbedingt das nach außen rausprallt, eure Beziehung, sondern das so im stillen Kämmerchen quasi eure Beziehung genießt und wahrnimmt. Ah, anders. Jemand, der auch das nicht so richtig kommuniziert, das er dich eigentlich wertschätzt. Das heißt, so betrachtet kann man sagen, wenn man das hinter den Kulissen nicht blickt, denkt man, warum will er mich dann eigentlich? Na, er verhält sich wie ein Kind, er sagt überhaupt nicht, dass er mich lieb hat. Und was haben wir hier noch? Ach, spannend, schau mal. Und diese Situation aber gerade, eine leichte Aussichtslosigkeit und deinen Wunsch auszubrechen, aber erwecken etwas in ihm. Das heißt, er versucht euch da wieder zu retten. Das heißt, ihm wird eigentlich klar, dass was er hier gemacht hat, diese stumm sein und gar nicht über seine Emotionen sprechen, das ist notwendig. Vielleicht erfährst du es auch immer mal, wenn du mal weg bist, wenn du mal zurück bist, dann ist er sehr froh, dich wieder zu haben. Und im Alltag schläft das so ein bisschen ein. Das ist so seine Natur. Was bekommst du von ihm? Nicht, was du gibst, weil ich will, dass du erfährst, was du bekommst. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Denn manchmal bekommen wir etwas, was wir so nicht sehen, ne? So eine indirekte Botschaft hin sozusagen. Durch sein kindisches Verhalten wirst du automatisch in die, ja, das macht dich auch ein bisschen faul sozusagen im Punkto Beziehung. Das heißt, du kannst da auch keine du kommst da nicht so richtig voran. Das heißt, gewisse Themen werden nicht aufgedeckt, es wird über gewisse Themen nicht gesprochen und es entsteht so eine leichte, ja, okay, dann klären wir das halt nicht, okay, dann lass dich halt in Ruhe, Hauptsache, du regst dich nicht auf, dann sprechen wir halt nicht drüber. Und das ist aber etwas, was du eigentlich gerne klären möchtest. Du bist nicht jemand, der darüber nicht spricht, weil du musst es irgendwie für dich lösen, ne? Weil beide Zwillinge, die wollen irgendwie
Die wollen irgendwie sich, im Inneren muss ja irgendwie auch irgendwann Harmonie herrschen. Das heißt, sein kindisches Verhalten führt dazu, dass du dich zurückziehst, was aber auch vielleicht manchmal ganz gut ist, dass man da nicht nachhackt. Weil das Gegenteil davon kann auch sein, die beiden Zwillinge, die beiden Seiten in dir wollen quasi Beweis, wollen was auch immer, da herrschen immer laute Stimmen. Und indem er aber das abblockt, kannst du quasi diesen Streit zum Beispiel gar nicht ausführen. Das ist vielleicht auch mal ganz gut so. So, okay, indem er dir nicht über seine Gefühle mitteilt, beherrschst du dich selbst, dass du sagst, okay, ich kriege hier keine Liebe, dann hole ich mir halt meine emotionale Anerkennung selber. Das heißt, man macht dann ganz viel, man arbeitet, man tut hier, man tut das, man hilft den anderen, um diese Lücke der mangelhaften Anerkennung irgendwie wieder aufzufüllen. So. Und indem er quasi dich wieder wertschätzt, wenn du dich entfernst, erinnert er dich wieder an den Sinn des Lebens sozusagen. Das heißt, jedes Mal, wenn er quasi sagt, ach schön, dass wir uns doch haben und ich habe dich vermisst, vielleicht warst du, hast eine Auszeit genommen, warst irgendwo im Urlaub allein oder hast irgendwas unternommen und habe ich ein paar Tage zum Beispiel nicht gesehen und in diese, ach, ich habe dich vermisst, das gibt dir wieder neuen frischen Impuls und es geht alles wieder gut. Ne? Man erinnert sich, auch klar, wir sind doch in einer Beziehung, wir haben es doch beide und man erinnert sich eigentlich so, warum man zusammengekommen ist. Das ist so das Konstrukt der Beziehung, erstmal so ganz neutral gesehen. So, wie geht es jetzt zwischen euch weiter? Ups. Es wird kommunikativ eine Harmonie einherrschen. Das heißt, du wirst dann irgendwann erkennen, dass du ihn gar nicht mehr stressen willst. Das heißt, wenn es gewisse Fragezeichen entstehen, dass du merkst, okay, er ist nun mal so, dass er bei gewissen Themen kindlich reagiert, dann ist es halt okay. Das heißt, in dir will quasi eine oder die andere Seite gar nicht mehr den Kampf quasi fechten und gar nicht mehr diese krassen Antworten, was auch immer, wissen, sondern man ist dann quasi, es ist kein Aufgeben im Sinne von, dass man sich selbst aufgibt. Man entscheidet sich einfach für die Harmonie, dass man sagt, okay, warum will ich eigentlich diesen Streitgespräch wirklich führen? Es ist sinnlos. Ja. So. Ich sehe hier, vielleicht geht ihr zu einer Coaching-Beratung, vielleicht macht ihr eine Paartherapie. Auf jeden Fall sehe ich hier Einfluss von außen und dieser Einfluss von außen wird eure Beziehung verändern, beeinflussen. Es kann auch sein, dass du jemanden anderen triffst. Es könnte diese andere könnte Jungfrau sein und diese neue Person schenkt dir eine neue Vorstellung von dir selbst, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich bin jetzt eigentlich reif, ich habe zum Beispiel vielleicht wirklich keine Lust mehr auf ein Kind zu Hause, ich möchte etwas Reifes haben. Es kann aber genauso heißen, dass dieser Einfluss von außen bedeutet, dass man zum Beispiel sich auf neue, eine Art Therapie oder einfach auf etwas Neues anlässt. Das kann sein, man macht vielleicht gemeinsam Urlaub, eine Weltreise und das hat auf jeden Fall magische Wirkung dann auf eure Beziehung. Und diese magische Wirkung wird auch eure Beziehung reifen, sozusagen. Man erfährt sich auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Und vielleicht, wenn ihr Kinder habt, dass vielleicht es auch die Beziehung zu den Kindern verändern wird, dass man auch vielleicht die Kinder leichter loslässt, indem man auch seine eigene Beziehung
transformiert, das nehme ich hier wahr. Und ja, und das kann aber auch wirklich sein, dass diese Person, wenn man wirklich einer anderen Person begegnet, das könnte ein Erdelement sein, Jungfrau sehe ich hier, Stier oder Steinbock. Es könnte auch bei manchen Grund sein für den totalen Ausbruch aus der Beziehung. Und das könnte, wie gesagt, diese magische Umwandlung sein. Es muss nicht sein, was ich auf jeden Fall wahrnehme, dass Harmonie einkehrt, dass es eine magische Umwandlung gibt und dass ein gewisser Reifeprozess bei euch stattfindet. Ja, meine Lieben, das ist die Botschaft an euch, meine lieben Zwillinge, alles, alles Liebe an euch. Danke fürs Zuschauen. Lasst mich wissen, ob es mit euch resoniert. Aktiviert die Glocke, abonniert meinen Channel, like, kommentiert das Video, bucht eure persönliche Legung und spendet gerne den Betrag eurer Wahl. Danke fürs Zuschauen. Alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.